Mit teleskopierbarer Ladeanlage, kompakten Abmessungen und kräftigem Motor verspricht der knickgelenkte Teleradlader Schäfer 5680T vielseitige Einsätze. Die Schweizer Landtechnik hat die Maschine einem Test unterzogen. Mit dem Einsatzgewicht von 4,5 Tonnen ist der Lader ein idealer Allrounder, der auch mit Hublasten von bis zu 2,4 Tonnen gut klarkommt. Angetrieben wird die Maschine von einem wassergekühlten 4-Zylinder-Deutz-Motor mit 2,9 Litern Hubraum. Der Motor ist recht tief im Chassis eingebaut. Die Wartungspunkte sind aber gut zugänglich. Neu integriert im massiven Chassis des Hinterwagens sind auf der rechten Seite der Diesel und links der Hydrauliköltank. Das gibt Zusatzballast und der Leerraum wird genutzt. Das Knickgelenk, das den Vorder- und Hinterwagen verbindet, ist neu und mit größeren, wartungsfreien Gelenklagern ausgestattet. Schäfer gibt 3000 Stunden oder 3 Jahre Garantie auf dieses Gelenk. Die Lenkung reagiert rasch und braucht deshalb etwas Gewöhnung, vor allem wenn man bei ausgefahrenem Ladearm und mit Last in eine Kurve fährt. Wer sich auf die Maschine setzt, ist überrascht, wie komfortabel es sich auf dem Lader mit seinen 2,32 m Bauhöhe sitzen lässt. Das wohl meistgebrauchte Bedienelement, der Multifunktionshebel, ist griffgünstig auf der rechten Seitenkonsole montiert. Unten am Hebel befindet sich der VIP-Schalter für die Fahrstufenwahl. Auf der Oberseite werden Teleskoparm, Fahrtrichtung und die dritte Hydraulikfunktion angesteuert. Der hydrostatisch automotive Fahrantrieb passt pedalabhängig die Fahrgeschwindigkeit an und schaltet die beiden Fahrstufen automatisch, je nach Belastung. Normalerweise fährt man in der zweiten Fahrstufe. Man kann aber die erste Fahrstufe unter Last zuschalten, um bei heiklen Manövern langsam fahren zu können. Das linke Pedal funktioniert als Inch-Pedal. Es bremst den hydraulischen Antrieb, ohne aber die Hydraulikleistung der gesamten Ladeschwinge zu reduzieren. Praktisch ist die robuste und solide Geräteaufnahme mit hydraulischer Verriegelung. Die Anbaugeräte werden über geschraubte Kupplungen mit Hydrauliköl versorgt. Der Teleskoparm lässt sich um einen Meter ausfahren. Die hydraulische Parallelführung gleicht die Position des Anbauwerkzeugs aus und überträgt sie über die Z-Kinematik am Ladearm. Bemerkenswert ist die gute Sicht auf das Arbeitsgerät bei Vollaushub. Die Stapelhöhe beträgt runde 4,50 Meter. Eine Anzeige am B-Holm weist optisch und auch akustisch auf eine mögliche Überlast und eine zu hohe Entlastung der Hinterachse hin. Abschließend das Fazit des Testfahrers. Der Schäfer Teleradlader ist ein Multitalent mit Power. Die Knicklenkung reagiert direkt. Mit der Fahrsteuerung ist ein gefühlvolles Bedienen der Ladeanlage schnell möglich. Die Hubhöhe von gut 4 Metern stimmt. Verarbeitung und Komponenten sind hochwertig, was sich im Preis entsprechend auswirkt.